Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter und wir sind in Folge Nummer 359 von Simotrans mit dem Pack 128 German. Ja, wir haben ja hier die Linie und müssen gucken, dass wir das hinkriegen, wo da das Problem liegt, dass zum Beispiel hier 400 Leute stehen, die keiner transportiert. Das müssen wir uns mal angucken. Das machen wir alles nach dem Intro. Den Michael Friedrich hatte ich schon gefragt, der hatte auch geantwortet, da sprechen wir gleich drüber. Bis gleich. So, dann wollen wir mal gucken. Also hier sind die 462 Gäste, die da irgendwie hin und her geschaufelt werden. Gehen wir mal rein und dann gucken. WASD ist falsch, ne? Wissen wir schon. Ja, wir müssen jetzt gucken, nicht laden. Da fährt einer mit nicht laden durch die Gegend. Sieht aus, weil es KKW. Alles klar, brauchen wir nicht weiter reden. Der Fehler ist vielleicht gefunden, ne? Gut, dass wir das gerade gesehen haben. Der Nichtladenzug lädt jetzt. So, jetzt pass auf, jetzt ist er gleich voll. Obwohl ich weiß nicht, wie viele da sind, aber da sieht es auch so aus, dass da auf jeden Fall welche einsteigen. Jo, voll. Da war unser Problem. Ich glaube, wir haben es schon gelöst. Wenn das alles war, dann brauchen wir uns keine Sorgen machen, ne? Dann geht das jetzt. Da fährt auch noch einer drin. Den müssen wir mal gerade abfangen. Fahrzeugdetails, aber der ist nicht auf Nichtladen, aber. Ja, da werden jetzt wahrscheinlich keine stehen, die die Fahrtrichtung nach da hinten haben. Und gleich, wenn der, na, knapp daneben ist auch vorbei. Machen wir gerade so. Machen wir gerade schneller. Der bringt ja auf jeden Fall Leute dahin. Und zurück konnte er nicht bringen, aber jetzt müsste er auf jeden Fall welche haben. Und das sind 246, also voll geladen, das passt. Da war wahrscheinlich der Fehler, den wir jetzt rausgefunden haben. Ich hoffe, die Linie funktioniert jetzt komplett, aber das wird so sein, sonst würden da ja keine Leute durch die Gegend fahren. Ne? Es musste irgendwo ja einer sein, der das Problem verursacht. Dann haben wir das geklärt. Ja, jetzt ist die Frage, was machen wir weiter? Listenverwaltung mache ich mal auf und Haltestellen und wartender Gäste und dann die Liste andersrum. Dann gehen wir mal nach Floto und gucken in Floto rum, was da so los ist, was hier nicht passt. Das sind 95.857 Fahrgäste. Sondershausen Mittelgebirgsrathaus über Sondershausen Hirschstraße. Sondershausen ist hier unten. Das heißt, hier ist ein Zug, der zu wenig ist. Das ist ein Güterzug, oder? Ja, schön gut. So, da müssen wir mal gucken, welcher Zug fährt denn hier? Ja, ich tippe immer darauf, dass wir das Gleiche ja hier haben und dass wir das jetzt auch ändern werden. Wir werden das Gleiche machen wie da oben, die Linie zerpflücken. Das macht anders keinen Sinn hier. Hier ist bestimmt auch nur eine Linie drauf, oder? Verbindung. Zug ist Salze, Lauter, Floto und Vierstädter Express. Den Vierstädter Express, den werden wir jetzt klein hacken. Ja. Wo ist das Depot? Das Depot, was war denn da oben gerade? Da ist eine neue Industrie. Zuckerrübenbauer. Okay, da müssen wir uns auch mal drum kümmern dann. Und hier ist auch eine neue Industrie. Eine Mühle. Okay. Das müssten wir dann mal in Betracht ziehen, dass wir das ändern. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo das Depot hier war. War das in Lauter? Ich glaube, das war in Lauter, ne? Hier ist es. So, das bedeutet, ich würde jetzt mal einen kleinen Zug nehmen mit wie viel Fahrgästen? Wo steht die Kapazität da? 114. Und der kriegt jetzt den Fahrplan. Eigener Fahrplan, Fahrplan zur Linie. So, hinzufügen wird dann das sein. Und der fährt nur bis hierhin. Zack. Mehr macht er gar nicht. Das ist dann. Wie nennen wir den denn? Regionalzug.
VW ist das, ne? Floto Komfort. Waldeck. Und dann machen wir noch so ein Strichlein zwischen, weil es schöner ist. Gut. Und auch mindestens, ne, brauchen wir nicht. Das passt dann schon. Und dann können wir den eigentlich starten, ne? Ja. Gehen wir schnell dahin. Wenn er da jetzt leer rauskommt, dann möchte ich den hier gerne offen haben. So, und das bedeutet dann, dass die andere Linie. Wir hatten noch hier einen Zug, ne? Das ist Straßenbahn, oder? Das ist der richtige Zug, ne? Vierstädte-Express, genau. Den Vierstädte-Express werden wir jetzt umändern. Der Vierstädte-Express wird jetzt eine Linienänderung bekommen, die wir hier oben durchführen. Vierstädte-Express wird jetzt gecancelt. Ja, er muss ganz unten sein, oder? Okay, hier sind schon wieder Linien, die man löschen kann, ne? Löschen. Ah, da war sogar. Aber da fährt ja keiner drauf. Hadexen Kohlebergwerk, Altener Maschinenfabrik. Hadexen Kohlebergwerk, Altener. Warte mal, lass mal das noch stehen, oder? Aber wohl, das wird wahrscheinlich eine Altlast sein. Kann ja auch löschen. Vierstädte Express. Linie, Fahrplan ändern. Waldeck. So, dann müssen wir hier drauf, ne? Weil der kommt raus und Floto kommt auch einmal raus. So, damit fahren die woanders lang. Und jetzt nehmen wir den nur noch drei Städte Express. Zack, dann haben wir das erstmal ordentlich. So, das ist der drei Städte Express jetzt. Und er hier, wo fährt er gerade? Ich hoffe, der hält als erstes ein Dingens an. Nee, tut er nicht. Fahrplan. So. Und jetzt fahr weiter und dann halt er erst den Floto an, weil da kommst du sowieso zuerst vorbei. So, der sieht doch dann so aus, dass der jetzt hier vollgeladen fährt, oder? Nur 86. Dann haben wir da tatsächlich den passenden Zug rausgeholt, wenn da nur 86 rüberfahren. Allerdings werden hier vielleicht mehr stehen. Obwohl, nee, da stehen nur 15. Ich glaube, der passende Zug ist das sogar für das letzte Stück. Er fährt hier 59 Kollegen durch die Gegend. Der ist jetzt da unterwegs. 86 ist gut. Das sieht erstmal passend hier aus. Mal gucken, wie viel er wieder mitnimmt. Oh, da ist er voll. Jetzt kommt er auf der anderen Seite an. Ne, fährt schon wieder zurück. Oh, war schon zu schnell. Hat nur 12 auf der Rückfahrt. Ja. Und da hat er jetzt wieder voll. Laden. Okay, da kam wohl ein Zug oder irgendwie ein Bus größerer, der jetzt das voll gemacht hat. Und da ist er auch wieder voll, da ist er auch voll. Da ist er auch voll. Wieder voll. Wieder voll. Steht er irgendwo und wartet auf die Straßenbahn wahrscheinlich. Okay, hier ist jetzt immer voll, ne? Okay, die 117 wollen natürlich auch noch da drüben. Und die 83 auch. Das müssen wir auf Dauer gucken, wie weit wir da das runterfahren. Aber diesmal ist es ja nicht so lange, bis der da ist, ne? Das bedeutet, hier müssten ja auch dann nach Sonderhausen immer mehr werden, ne? Ja,
Lauter, lauter Sondershausen. Ja, da sind ganz viele jetzt. Würde ich sagen, machen wir von Waldeck nach Sondershausen noch den nächsten Zug. Warte, was war denn da für eine große Fabrik? Importeur, Nordostdeutsch, 1980. Mandeln, Wafer, Sudfrüchte und Flachs. Okay, sehr schön. Zack, zum Depot nach Lauter. Wo ist es? Hier ist es. So, und da muss aber jetzt ein größerer Zug her, denke ich. Machen wir den, ne? Kann ich da noch einen dranhängen? Ich glaube den, oder? 379. Ich glaube, das lassen wir so. Wenn ich den jetzt dranhänge, hat er dann. Naja, er hat keinen Triebwagen dann. Aber da müsste eine Lok dran gehen, oder? Keine kann da dran. Geht denn voranstellen? Dann kann ich den ja nur wieder wegmachen und dann geht was. Das ist auch doof, ne? Naja, man kann den halt so rum und so rum machen, oder? Hier ist jetzt aber nichts bei, wo ich sagen würde, das will ich da dran hängen, ne? Nur benötigte Passagiere. Aber oh, dann geht nur der Zug? Nee, das kann ja jetzt hier nicht wahr sein, oder? Da gibt es keine schicke Lok, die das kann. Also kann ja nur dann diese sein. Wie schnell fährt die denn überhaupt? Warte, der Zug fährt hier jetzt 140 und der fährt 120. Ja, dann kann es nur die sein, ne? Diesel-Lok, Höchstgeschwindigkeit in dem Alt von Toni BZT. Ja, da muss es wohl die sein, ne? Ich kopiere die mal. Und jetzt müssen wir hier gucken, aber den Drei-Städte-Express haben wir da. Jetzt müssen wir da eine erst neue Linie machen, ne? Fahrplan. Fahrplan zur Linie. Und dann gehen wir da hoch. Gehen hier hin. Und dann noch da unten. Und zwar hier hin, oder? Und das ist dann Regionalzug. Sondershausen kommt zuerst. Und das andere war Floto. Und das passt dann, oder? Enter gedrückt, übernommen. Das steht richtig so. Das passt so. Und das ist dann richtig. Das machen wir zu und sagen ihm hier, dass er da drauf soll auf dieser Linie. Die da Regionalzug. Personenzug ist es. Naja, jetzt ist es Regionalzug. Sondershausen, Floto. Und starten das. Gehen da gerade einmal hin, dass wir den Zug auch mitnehmen. Da fährt er. Und der fährt zuerst natürlich nach Floto, was ich nicht möchte. Er soll. Ah, das geht immer noch nicht hier, ne? Jetzt geht's. Soll immer noch da zuerst hinfahren. Oh, schnell da und ich will das mitnehmen. Ich will gucken. So, der ist jetzt hier noch drin. Da muss ich erstmal gucken, wie weit der da jetzt Leute mitnimmt. Aber das müssten ja nach Sondershausen, nach Lauter, Sondershausen, Lauter, Sondershausen, Lauter. Die fahren ja alle hin. Das sind ja zigtausende. Also das bedeutet, da kannst du wahrscheinlich genauso den gleich auch loslaufen lassen. Aber wir müssen erst ein Stück warten. Die sollen nicht gleichzeitig fahren. Das wäre ja doof, ne? Ich glaube, wenn der jetzt hier ist bei Sondershausen, dann sollte das eigentlich funktionieren. Wenn er da am Bahnhof ist, lasse ich den. Ja, komm, das ist, glaube ich, diese Strecke ist, glaube ich, auch ein bisschen kürzer wie diese hier. So, jetzt ist er hier oben. Und hat gleich 379 Leute drin, gehe ich von aus, oder?
Jetzt nur die Frage, wir stehen hier. Nach Waldeck fahren auch ganz viele. Das ist oben. Sondernhausen sind noch mal 6000 innerorts. Hier sind Flotte sind gar nicht so viele, oder wie sehe ich das hier? Ja, okay, kleine Positionen hier unten überall noch, ne? Ja, aber es sind erstmal reichlich, die sowieso hoch wollen. Ich glaube, das wird auf jeden Fall besser sein, wie was wir jetzt hatten. Ja, die Lok, die gefällt mir da gar nicht dran, ne? Weil hier nicht elektrifiziert ist, funktioniert das nicht. Da ist nicht die passende Lok. Sieht ein bisschen doof aus, finde ich. So, der lässt die alle raus und nimmt welche mit, schätze ich mal, ne? Auch voll. Muss ja. Das Depot mache ich jetzt erstmal zu, das brauche ich nicht. Und er, diese Linie können wir schon mal ändern, ne? Dies können wir zumachen. Das schieben wir mal gerade dahin. Machen hier auf und suchen nochmal die Vier-Städte-Geschichte und machen dann noch eine Zwei-Städte-Express raus, oder? Ach so, FV brauchen wir nicht mehr. Wir müssen jetzt nach D gucken. Drei-Städte-Express. Fahrplan. Floto. Also wir müssen hier klicken, ne? Unser Nahhausen-Rosenweg kommt auch raus. So, das ist jetzt nur noch ein Zwei-Städte. Zwei-Städte-Express. Jetzt haben wir eben den dritten Halt genommen, ne? Wo ist denn der jetzt gerade? Okay, der war gerade in Lauter, beziehungsweise, ja doch, war in Lauter. Der hat ja jetzt die Bahnhöfe da und dann passt das schon. Linie macht zu, das macht zu. Er ist voll. Er hat jetzt nur 106 da, ne? War hier denn wer? Lauter Schloss, Molkerei, 71 Leute. Keine Ahnung, wo das ist. Also der ist schon wieder voll, der wird immer voll sein. Und ich glaube, dass der zweite, der da drauf pendelt, auch voll ist. Die sind immer voll. Er kommt gerade unten an. Hat wieder 379 mit. Und wo ist er jetzt gerade? Aber kurz davor. Er passt nicht ganz, aber ist auch egal. Er wartet auf freie Strecke, hat 18 Leute jetzt hier drinne. Wo fährt er denn jetzt noch hin? Zuckerfabrik Norddeutsche über Sondernhausen-Hirschstraße. Okay. Ach so, da sind Umsteiger. So, er dreht jetzt, hat aber nur 18, oder? Da hält er hier nochmal an, das weiß ich jetzt gerade nicht. Nee, der fährt durch. Lauter Sonnenwendgasse können wir weglassen. Er ist jetzt hier irgendwo bei Sondernhausen. Hat einen aussteigen lassen. Fahren wir schnell weiter. 106 nimmt er wieder mit. 184, 541, 463. 163, 541, 541, 456. Ja, okay, ich denke, das läuft hier auch bei dem. Ja, die letzten zwei Halte ist immer voll. Und weniger, das können wir, glaube ich, so lassen. Ja, da wird bestimmt was abgebaut. Und dann müssen wir später nochmal gucken, ob wir das optimieren müssen, ne? Okay, hier oben stecken ganz viele Fahrzeuge fest. Da müssen wir uns aber in der nächsten Folge darum kümmern. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video von anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.